echt der Wahnsinn. Wow, geil. Mein Name ist Florian Moser, ich bin der Pressesprecher für den neuen BMW 1er. Den ganzen Tag werden wir hier am Gelände die Fahrdynamik des neuen 1ers auf Herz und Nieren testen mit unseren Gästen. Und das sind sie. Ich bin die Nadine, ich fahre seit ich 18 bin einen 1er BMW und bin deshalb sehr auf den neuen gespannt. Ich bin der Nils, ich bin der Freund von der Nadine und möchte mir vielleicht auch dann den neuen 1er konfigurieren. Ich bin der Peter, ich bin der Thomas, ich bin eigentlich schon BMW infiziert seit eh und je. Da ist mein Vater schuld dran. Jetzt darf ich euch euren Begleiter für den Tag vorstellen. Das ist der Stefan, Instruktor bei der BMW Driving Experience. Das ist ein echter Profi. Ja, ich denke, ihr seid alle gespannt, was wir jetzt heute machen. Wir fahren heute zunächst mal Slalom auf Zeit, dann auf einer bewässerten Kreisbahn. Und drittens, wir fahren dann auf unseren Rundkurs und dann wollen wir mal schauen, wie sich das Auto auf der Rennstrecke verhält. Den letzten Slalom-Teil fand ich ein bisschen wild. Willkommen zum großen Preis von Maisach. 3, 2, 1, auf geht's! Und jetzt Gas geben, raus, beschleunigen. Here we go. Sehr schön. 22, 18. 3, 2, 1 und auf geht's. Hopp, 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 hopp. 23, 47. Ja. Ich will euch zeigen, wie das neue ARB, gut deutsch gesagt, der neue Traktionsregler, funktioniert. Und die Übung dazu, wenn ihr euch jetzt mal umdreht, sieht folgendermaßen aus. Wir fahren in den Kreisbahn hinein. Ab dem Punkt würde ich euch dann bitten, einfach mal mit Schmackes Vollgas raus zu beschleunigen und einfach mal darauf zu achten, wie die Vorderachse reagiert. Dann zeig mal, was du drauf hast. Und los geht's. Gleich nochmals wieder langsam in die Kurve hineinfahren. Das richtig geil in der Spur. Unglaublich. Die Fahrbahn war ja spiegelglatt. Das Fahrzeug ist wie aus Schienen aus der Kurve rausbeschleunigt. Ich fahre vorne weg. Ihr seht dann quasi die Ideallinie. Hier mal eine schöne Schikane. Wo man dann mal so das Lenkverhalten gut ausprobieren kann. Alles gut, ihr seid so ruhig. Der ist total direkt. Liegt wie ein Brett. Das geht schon geil ab, das Teil. Ja. Oh, der fährt sich so hammer, du. Ja, echt. Unfassbar. Erster Einser mit Frontantrieb. Wie ist euer Fazit? Überraschend positiv. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Frontantrieb so dynamisch sein kann. Vom gesamten Design gefällt es mir sehr gut und man sitzt echt bequem drin. Ich finde das Auto echt top. Affengeil. Am liebsten würde ich morgen gleich wieder da anfangen, wo wir heute aufgehört haben. Der neue Einser steht seit wenigen Wochen beim Händler. Vielleicht habt ihr Lust, selber mal eine Probefahrt zu machen. Und natürlich interessiert uns euer Feedback. Also fleißig kommentieren.